Bis zum 20. Jahrhundert gab es keine Funkleitsysteme und auch keine Satellitennavigation. Davor mussten Seefahrer anhand astronomischer Methoden bestimmen, wo auf der Erde sie sich befanden. Ihren Ort auf der Erde bestimmen, das bedeutet, ihren Längen- und ihren Breitengrad bestimmen. Den Längengrad zu bestimmen, das ist sehr schwer. Aber in diesem Video möchten wir euch eine Methode zeigen, mit der ihr anhand des Polarsterns euren Breitengrad bestimmen könnt. Warum hilft mir der Polarstern dabei, wenn ich herausfinden möchte, wo auf der Erde ich mich befinde? Das ist mein Modell der Erde und das habe ich so hingedreht, dass der Nordpol gerade hoch zur Zimmerdecke zeigt. Die Erde ist umgeben von Sternen und zufälligerweise steht einer dieser Sterne genau senkrecht über dem Nordpol. Und weil er genau senkrecht über dem Nordpol steht, nennen wir ihn den Polarstern. Die Erde dreht sich um eine Achse, die durch ihren beiden Pole läuft. Deswegen scheinen nachts alle Sterne um uns herum zu rotieren. Bloß der Polarstern, der steht so nahe an der Drehachse, dass er fast überhaupt nicht rotiert. Das heißt, er hält fast still, die ganze Nacht über. Wie hilft mir das jetzt, wenn ich herausfinden möchte, wo auf der Erde ich bin? Weil unsere Erde eine Kugel ist, ist für jeden Beobachter auf der Erde die Oben-Unten-Richtung eine andere. Beispielsweise hier am Nordpol ist die Oben-Unten-Richtung so, denn wenn ich hier etwas runterfallen lasse, dann fiele es entlang dieser Richtung. Am Äquator wäre die Oben-Unten-Richtung so, denn wenn ich jetzt etwas loslassen würde, würde es immer noch in Richtung Erdmittelpunkt beschleunigt werden. Das heißt, die Oben-Unten-Richtung wäre diese hier. In Europa wäre die Oben-Unten-Richtung so, weil wieder etwas, das runterfällt, in diese Richtung beschleunigt wird. Für alle Beobachter ist aber die Blickrichtung zum Polarstern dieselbe. Sie müssten alle hoch an die Zimmerdecke gucken. Am Äquator würde dann die Oben-Unten-Richtung und die Blickrichtung zum Polarstern nicht zusammenfallen, sondern sie stehen 90 Grad aufeinander. Am Nordpol würden die Oben-Unten-Richtung und die Blickrichtung zum Polarstern genau parallel zueinander sein. In Europa, das circa auf der halben Strecke liegt, wären dann die Oben-Unten-Richtung und die Blickrichtung zum Polarstern circa 45 Grad gegeneinander verschoben. Ein Beobachter, der vom Pol runter zum Äquator wandert, wird dann feststellen, dass sein Winkel zwischen der Oben-Unten-Richtung und der Blickrichtung zum Polarstern kontinuierlich anwächst, und zwar von 0 Grad bis hoch zu 90 Grad. Anhand des Winkels zwischen der Blickrichtung zum Polarstern und der Oben-Unten-Richtung kann man also feststellen, wo man sich zwischen Pol und Äquator befindet. Geografen benutzen aber nicht diesen Winkel, um anzugeben, wo man sich zwischen Pol und Äquator befindet, sondern 90 Grad minus diesen Winkel. Das nennen sie dann die geografische Breite. Um die geografische Breite zu bestimmen, müssen wir uns also ein Messgerät basteln, mit dem wir den Winkel zwischen unserer Oben-Unten-Richtung und der Blickrichtung zum Polarstern messen. Um unseren Breitengrad zu bestimmen, basteln wir daher einen Pendelquadrant, mit dem wir die Höhe des Polarsterns über dem Horizont bestimmen können. Ein Pendelquadrant besteht größtenteils aus einer Winkelskala, die 90 Grad abdeckt, und die können wir beispielsweise auf dicken Karton einzeichnen. Je größer ihr euren Pendelquadrant bastelt, desto besser könnt ihr nachher die Winkelskala ablesen. Als Messzeiger für unseren Pendelquadranten verwenden wir ein Pendel, das im Ursprung der Winkelskala befestigt wird. Je dünner der Faden eures Pendels, desto besser könnt ihr nachher die Winkelskala ablesen. Um ihn zu befestigen, ziehe ich ihn durch das Loch und binde ihn auf der Rückseite um ein kleines Holzstäbchen.
Um den Polarstern anzuvisieren, braucht unser Pendelquadrant noch ein Zielfernrohr. Für mein Zielfernrohr baue ich mir ein viereckiges Röhrchen aus Papier. Den Stift benutze ich, um die Klebeflächen aneinander zu drücken. Je dünner euer Zielfernrohr ist, desto besser wird später eure Messung, aber desto schwerer wird es auch, den Polarstern damit anzuvisieren. Das Zielfernrohr wird parallel zum Skalenstrich für 90 Grad aufgeklebt. Warum parallel? Wenn der Polarstern direkt über mir stünde, dann müsste das Pendel auf 90 Grad auslenken. Und genau das passiert, wenn das Zielfernrohr parallel zum Skalenstrich für 90 Grad aufgeklebt ist. Damit das Pendel nachher nicht wild hin und her schwingt, empfehlen wir euch, eine Führungsschiene anzubringen. Dazu bastelt ihr aus dem Rest eures Kartons kleine Abstandshalter, über die ihr eine Schiene klebt. Die Führungsschiene könnt ihr auch aus dem Rest eures Kartons basteln. Und damit ist euer Pendelquadrant fertig und ihr könnt raus den Polarstern suchen. Den Polarstern findet ihr, indem ihr vom großen Wagen ausgeht. Verlängert die Strecke zwischen den beiden hinteren Sternen des großen Wagens ums Fünffache nach oben. Genau da steht der Polarstern. Den müsst ihr mit eurem Pendelquadranten anpeilen. Wenn ihr ihn getroffen habt, müsst ihr so lange warten, bis das Pendel aufhört zu schwingen. Dann könnt ihr die Schiene andrücken. So fixiert ihr das Pendel, ohne es zu verschieben. Meine Messung ergibt beispielsweise, dass ich auf dem 48,5. Breitengrad bin. In einem Atlas könnt ihr dann nachgucken, wie genau eure Messung war. Dort sind ja die Breitengrade von Deutschland eingezeichnet. Der 48,5. Breitengrad läuft ungefähr durch Offenburg, Reutlingen, Ulm. Die tatsächliche geografische Breite von Heidelberg beträgt 49,5 Grad. Meine Messung ist also ungefähr auf 2% genau. Das heißt, so schlecht war meine Messung gar nicht.